Hallo und willkommen zurück zu Layers of Fear mit meinem Gesicht. Ich bin der Matze, ihr seid bei Schlecki LP und die gute Frau vom letzten Mal heult immer noch. Das beunruhigt mich sehr. Ja, aber wir müssen trotzdem weiter und mal schauen, was da so los ist. Also machen wir das einfach mal. Folgt mir. Ich würde sagen, das kommt von hier. Okay, ich wollte gerade sagen, sie hat aufgehört, hat sie nicht. Hallo? Hallo? Schauen wir vielleicht erstmal hier. Okay. Ich muss mich mal eben ein wenig schreckbereiter hinsetzen. Man könnte auch sagen, schleckbereiter. Aber nicht in diesem Spiel. Das sieht aus wie eine riesige Abstellkammer. Ich höre auch niemanden mehr weinen. Knoblauch ist gut. Knoblauch ist immer gut. Der erste Schritt ist am schwersten. Da sind wir wieder in der Küche. Die Waage auch für nichts gut. Bedrohliche Sound, der kommt aus dem Spiel. Vergammelt der Apfel da? Knoblauch ist gut, auch wenn er abfällt. Uah! Alter Vater. Essen möchte ich den Scheiß nicht. Natürlich ist alles dunkel. Die Waage funktioniert noch, ich bin beruhigt. Oh nee, komm. Was ist das? Das ist irgendeine Tür. Habe ich irgendwas übersehen? Ah. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Okay, also ganz gar in der Birne sind wir scheinbar nicht. Ich frage mich, von wem er die oder von was oder überhaupt er die Haut abgezogen hat, um eine Leinwand draus zu bauen. Kommen wir hier jetzt raus? Ah, okay. Das ist neu. Das kenne ich nicht. So ist das gut. Ich weiß es nicht. Okay, dann lasst uns mal eine Runde pinseln.
doch traumhaft. Ich würde sagen, fertig. Jetzt haben wir hier auch das Stück Haut. Wahrscheinlich nochmal mit dem Text, den er gesabbelt hat. Jawohl. Der Stuhl ist weg und dafür ist hier jetzt... Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Da rollt noch ein Apfel. Ist hier drin jetzt irgendwas passiert? Nö. Formlose Träume. Ich hasse Fahrstühle. Na komm. Natürlich erstmal die Tür schließen und ab dafür. Ich stelle mich mal ein bisschen von der Tür weg. Man weiß ja nie. Gut. Gut, dass ich in der Pause die Windel gewechselt habe. Abgeschlossen. Okay, das macht die Sache einfach. Das nicht. Ich mag mich hier irgendwie nie umdrehen. Ist das immer noch alles abgeschlossen? Aha, okay. Das ist das Bild aus dem Büro vom Anfang. Schlüssel. Ich will mich nicht umdrehen. Alles gut. Okay. Seine Frau war doch Klavierspielerin, oder? Oh Mann. Dieses Geflüster macht mich vogelig. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay. Das war wahrscheinlich ein Bild von seiner Frau. Ja. Ne? Das ist normal, das passiert mit Bildern. Weiter geht's. Das ist nur die Frage, wofür der Schlüssel ist. Hierfür. Oh, heftig. Das ist definitiv neu. Okay, ich muss da hoch. Ich hasse Dachböden. Es brennt. Okay, eine Tür. Alles gut. Schauen wir mal eben. Da unten ist außer Feuer nichts. Mal eben hier hinten, ob hier irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal in die Tür. Oh, holy shit. Alter, das hört sich gar nicht gut an. Ich hoffe, dass... das ist nicht nur der... Alter! Holy shit! Oh!
Es war nicht der Wind. Gut, alles gut. Das ist unglaublich anstrengend, das Spiel zu spielen. Okay, alles gut, alles gut. Nur warten. Und eine Wand. Entscheide dich. Okay, alles gut. Ich wollte es nur spannend machen beim Umdrehen. Okay. So ein großer Raum und hier ist nichts. Ich werde das mal Licht anmachen. Das kann ich ja irgendwie nicht so wirklich glauben, ne? Aber okay. Gehen wir weiter. Boah, Alter! What? Okay. Heftig. Oh. What? 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 Krass. Das ist echt hässlich. Abgefahren. Echt abgefahren. Gut, weiter geht's. Gucken, ob es eventuell hier auch weitergeht. Nein, verschlossen. Wenigstens ist es sehr linear. Okay, Blumen. Ein bisschen in die Schränke. Was habt ihr bei euch in den Schubladen? Okay. Nicht mein Problem. Weiter geht's. Hui. Okay. Einmal durch den Spiegel, bitte. Auf der anderen Seite sieht es jetzt gar nicht mehr so toll aus. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was kann nicht rückgängig gemacht werden? Okay, warum ist das da hinten so verschwommen? Ein Traum. Der Hund scheint irgendwie... Also es scheint ja ein Feuer gegeben zu haben, wenn ich das jetzt alles hier so richtig mir zusammensetze. You want this as well? As well? Scheinbar würde ich jetzt mal so denken, hat es den Hund dabei etwas zerflamed? Ich hab's geahnt. Bevor wir da hinten ins Ungewisse gehen, gucken wir uns mal eben schnell die Türen. Natürlich sind sie zu. Laufen wir einfach weiter den unheimlichen Flur entlang. Irgendwie
Irgendwie sind die Gemälde hier auch alle ziemlich entstellt. Will ich da wirklich rein? Das sah schon so scheiße aus. Oh Gott. Okay. What? Da haben wir das Ganze nochmal in klein. Boah, Alter! Boah! Gut. War gar nicht gruselig. Was ist das? Das sind doch die Räder von einem Rollstuhl. Okay, ich glaube, wir gehen hier jetzt einfach mal weiter. Ich probiere die anderen Türen mal nicht. Alter Schwede. Ey, ihr habt ein echtes Problem mit eurem Ventilator. Schönen guten Abend. Lass mich raten. Das war eine Einladung reinzukommen. Nein. Hier so. Schrund. Okay. Ah! Boah. Alles gut. Natürlich. Ich sag doch, Einladung. Da glänzt was. Ich mach erstmal die Kerzen an. Ihr könnt mich mal. Ich gehe hier doch nicht im Dunkeln rein. Okay. Ein Schlüssel. Natürlich ist die Frage. Licht an. Mir ist das egal, was da ist. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus, das ist einfach verantwortungslos. Alter, was ist hier los? Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Hallo. Er ist ja auch abgeschlossen. Kann ich auch gar nicht raus. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Alles klar. Da geht die andere Spur entlang. Also, da funktioniert der Schlüssel. Okay. Waren wir schon mal. Keine. Ah, Moment. Zack. Jetzt vielleicht noch mal. Was ist das? I
I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okay, also hat er sich auch noch ein wenig Blut zur Haut geholt. Also die Haut ist die Leinwand und das Blut die Farbe quasi. Und das hier sieht mir nach einem gehörigen Brandschaden aus. Raus kommen wir so auch nicht mehr. Spielen wir das Ding mal rückwärts ab. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, it's so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Furchtbares Lied. Aber so ist es schon wieder viel schöner. Gut, aber es scheint halt wirklich hier hart gebrannt zu haben. Denke ich mir einfach mal. Aber das werden wir wohl noch herausfinden. Und da sind wir zurück im Atelier. Ist jetzt hier denn was Neues reingekommen? Ich weiß nicht, was haben wir hier? Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Okay. Ah, das Rattenbild, das wir vorhin gefunden haben. Gut. Ist da noch was? Hate, even now, lost alone, you deserve a grave for you, finish it. Okay. Dann pinseln wir mal wieder eine Runde. Nach wie vor ein Traum, was wir hier pinseln. Ja! Das Kunstwerk ist ein Stück weiter vorangeschritten. Was das werden soll, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall gruseliger, es wird anstrengender. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zusehen. Wenn dem so ist, schaltet einfach nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, reingehauen.